Moin, liebe Leute, wir begrüßen euch heute am 5.6. aus Eisenach. Hier herrscht Bombenstimmung, Bombendrohung am Bahnhof in Eisenach. Dann wollte hier einer Polizeiauto klauen, saß schon drinnen. Ja, hier ist mal wieder ganz schön was los in Eisenach. Ja, liebe Leute, wir haben uns mal gedacht, wir probieren mal was anderes mit den Videos. Wir schneiden mal eins zusammen. Die Originale sind natürlich immer vorhanden und werden archiviert. Ein paar Leute sind schon da. Mal gucken, ob das heute was klappt mit dem Laufen, weil die Polizei wohl noch auf das Bombenräumkommando wartet. Menschen gibt, die mit offenen Augen und auch mit Sinn und Verstand durch ihr Leben gehen. Das ist sehr schön zu sehen. Vielen Dank. Auch unser lieber grüner Minister, der versucht mit aller Gewalt sein verkorkstes Heizungsgesetz durchzudrücken, was total verkorkst ist und absolut nicht zu Ende geplant, was jeder weiß, außer ihm selber wahrscheinlich. Aber anscheinend gibt es Leute, die ja genug dafür zahlen, dass er das macht. Wir schauen mal. Und auch unser lieber Bundeskanzler, anstatt seinen Pfund in die Ecke zu bringen und zu sagen, mal ein Machtwort zu sprechen, nicht nur einen Doppelbums zu machen, hält sich gepflegt zurück mit den Worten, alle haben ein wenig Recht. Und hirnlos. Also, wie gehabt, keine eindeutige Stellungnahme, viel reden, wenig sagen und möglichst substanzlose Aussagen treffen. Sehr schön. Herr Merz beschwert sich, dass die AfD so gute Umfrageergebnisse hat. Erkannt haben von den ganzen Parteien, die komplett daran schuld sind, leider noch keiner, dass ihre eigene Politik dafür zuständig ist, dass das so ist. Es ist unglaublich. Es wird gewettert, die AfD, die hätten keine demokratische Legitimation
auch wenn sie mit der Mehrheit der Stimmen gewählt werden würden. Natürlich entscheiden in diesem Land, ob jemand legitimiert wird, immer noch das Lager der besseren Menschen. Das ist ganz klar. Warum sollte auch für alle Parteien das gleiche Recht gelten? Das wäre ja Quatsch in der Demokratie, das machen wir nicht. In diesem Land, in dem man ohne Ausbildung kein Brot backen darf, aber in der Regierung sitzen darf und ein Amt ausüben darf, das ist das Wichtige. In dem Studienabbrecher ohne Sachverstand uns erklären, wie wir zu leben haben, was wir für Wasser verbrauchen dürfen, wie wir heizen dürfen und was das für ökonomische Folgen hat. Und man fragt sich immer noch, wie wollen diese Pleitegeier, die mit Geld nur so um sich schmeißen, das finanzieren? Das ist unmachbar. Das ist Generationen nach uns können das nicht bezahlen. Auf gar keinen Fall. Und eins ist definitiv Fakt, davon bin ich ganz schwer überzeugt. Wir Ossis haben die Wende nicht gewollt, um wieder unter einer Regierung zu leiden, die die Meinung des Volkes ignoriert und mit Füßen tritt. So ist es. Und als ob durch illegale Grenzübertritte nicht schon genug Migranten zu uns kämen, lässt die Bundesregierung auch noch monatlich über 4.000 davon offiziell einfliegen, wie Frau Baerbock auf Anfrage mitteilte. Klimaneutral. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um systemrelevante Arbeitskräfte für die deutsche Wirtschaft handelt. Zumal es sich bei der größten Gruppe um Afghanen und Syrer handelt. Alles Doktoren und Ingenieure. Raketentechniker. Und damit die eingeflogenen Fachkräfte sich auch wohlfühlen, plant man die Unterbringung in einem 4-Sterne-Hotel. Das Ganze garantiert auf 10 Jahre mit Zimmerservice, Hausmeister und Gärtner inklusive zu Kosten von 600.000 Euro im Monat. Unglaublich, ich kann nicht mal Urlaub seit 4 Jahren da ist. Wem jetzt immer noch nicht klar ist, dass diese Herrschaften sämtliches Maß verloren haben, sämtlichen gesunden Menschenverstand, dem ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Leider finde ich es bedauernswert, dass wir doch montags immer noch so wenige sind, die das anscheinend erkannt haben. Um das zu finanzieren, werden wir von unserem allseits beliebten Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn schon mal schon darauf vorbereitet, später in Rente zu gehen. Ganz klar. Leute, das müsst ihr einsehen, da müsst ihr auch mal ein bisschen sozial sein. Ihr merkt schon den Sarkasmus in meiner Sprache. Anders kann man diesen ganzen Irrsinn ja nicht mehr ertragen. Frau Karin Göring-Eckardt, das grüne Leuchtfeuer Thüringens, hat in diesem Rahmen auch wieder einen geistigen Erguss von sich gegeben, der unglaublich ist. Originalton: Deutschland sei ein offenes Land und brauche nicht nur Fachkräfte, sondern auch Menschen, die in unser Sozialsystem zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Menschen brauchen, die sich in unserem Sozialsystem zu Hause und sicher fühlen. Aber okay, ich bin auch kein Grüner. Und natürlich nicht zu vergessen, der allgegenwärtige Klimawandel, der wie das Damoklesschwert über uns schwebt. Hier wird die Klimakatastrophenorgel der Mainstream-Medien nicht müde, uns in die richtige Richtung bewegen zu wollen. Daran ändert auch nicht das nasskalte Frühjahr etwas oder weltweit gemessene Kälterekorde, zum Beispiel in den USA oder Kanada oder Australien, die einen der kältesten Sommer bisher überhaupt hatten. Irgendwo ist es immer heiß und das ist der Beweis für die Klimakatastrophe. Ganz logisch, oder? Dass ein Team renommierter Experten den UN-Klimabericht stark kritisiert und als nicht zuverlässig einstuft, das interessiert ja natürlich niemanden. Was wissen die schon? Die haben ja studiert. Schwurbler. Alle Schwurbler. Wir halten weiter daran fest bis zum Untergang. Also wie gesagt, wem jetzt immer noch nicht klar ist, was hier läuft und dass das Maß völlig verloren gegangen ist, der kann einem wirklich nur leid tun. Vielen Dank. So ist es. Ich begrüße euch mit den Worten von unserem Bundeskanzler. Ihr Hörnis!
60 Jahre. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Jawohl. Sag doch schnell die Verräterpartei. Schon seit 100 Jahren. 60. Das war unser Spaziergang heute am 5.06.23. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche. Bleibt stark, bleibt standhaft. Wir freuen uns, wenn wir mehr werden. Also macht's gut und man sieht sich. Tschüss!